gibt es. Bei Europäern etwas seltener als die an den Halsschlagadern tatsächlich, aber die gibt es durchaus. Und die haben natürlich auch, wie die Engstellen an den Halsschlagadern, das Risiko, einen Schlaganfall zu verursachen. Man kann die in vielen Fällen konservativ behandeln, sprich mit Medikamenten. Man kann die aber auch, und in manchen Fällen muss man das auch, endovaskulär behandeln, sprich mit einem Ballonkatheter aufweiten und dann einen Stent über der Endstelle platzieren. Der Stent ist ein Drahtgeflecht, das eine gewisse Flexibilität hat und das Gefäß praktisch offen hält. Also der hat eine Aufstellkraft von sich aus und hält das Gefäß zum einen eben offen und sorgt auch dafür, dass nach dieser mechanischen Aufweitung eben das Gefäß von innen heraus heilen kann.